Eine Level 16er Krabbe hat den Stego auseinandergenommen. Ich habe kein gutes Gefühl bei den Krabben. Ich meine, die sehen schon lecker aus. Aber man braucht auch einen ziemlich großen Kochtopf für die. Hallo und willkommen zurück zu Ark Aberration. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe ja wieder unseren sabbernden Frosch auf der Schulter. Die sehen so witzig aus. Haben eine riesen Zunge und oh, ich glaube, das kommt auch von ihm. Ich habe den gar nicht benannt, weil ich die ständig austausche. Das ist jetzt ein Weibchen. Jedes Mal, wenn ich sterbe, dann verliere ich die natürlich. Und man stirbt hier doch hin und wieder. Also, das letzte Mal, als wir die Piranhas gefressen haben, das war, glaube ich, letzte Episode, ne? Da habe ich ihn nicht verloren. Da habe ich es fast ans Ufer geschafft, bin gestorben und der Bulbdog hat es irgendwie noch ans Ufer geschafft. Da hatten wir Glück. Okay. Ja, ich habe hier mal so einen Teppich reingelegt. Den habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Der sieht ganz witzig aus. So ein schicker Teppich. Ich denke mal, man kann den anmalen. Ich habe jetzt noch keine Farben. Das müssen wir dann noch ausprobieren. Und für heute habe ich geplant, so ein bisschen in die Kletterausrüstung einzusteigen. Ich habe jetzt das Level erreicht. Ich bin jetzt Level 36. So in dem Dreh ungefähr schalten wir hier die ersten Klettersachen frei. Jetzt haben wir hier einmal diesen Zipline-Anchor. Damit können wir wohl unsere eigene Zipline kreieren. Das klingt super interessant. Müssen wir unbedingt ausprobieren. Und dann haben wir hier diese Kletterhaken, Climbing Pick. Ich denke mal, die sind ein bisschen einfacher zu verwenden. Das mit den Ziplines, da bin ich noch nicht so überzeugt. Das war ja ein bisschen schwieriger bis jetzt. Wir haben das ja schon mal ausprobiert mit dieser Natural Zipline. Und die sind auch ein bisschen teurer, ne? Also diese Haken kosten nur 8 Metal Ingots. Die sind halbwegs günstig. Die müssen wir mal ausprobieren. Ich habe schon wieder einiges an Metall gefunden, aber nicht allzu viel. Wir müssen also erstmal die Haken bauen und dann das erste Metall klar machen, damit wir genug Metall haben, um hier überhaupt weiterzukommen. Jetzt lassen wir mal das Chitin hier. Packen ein bisschen Holz hier rein, stellen uns mal, ich würde sagen, 2 davon her. Ich weiß nicht, wie lange die halten und ich will nicht irgendwie da oben festhängen und dann nicht mehr runterklettern können oder so. Deswegen nehmen wir jetzt gleich mal 2 mit, vorsichtshalber. Dann probieren wir das aus. Ich habe mal 2 Fallschirme gebaut, falls da irgendwas schief geht, dass wir da nicht direkt von der Felswand abstürzen und wieder sterben. Und dann sind wir, glaube ich, schon equipped, ne? Theoretisch könnten wir jetzt mal versuchen, wie das funktioniert. Ich glaube, wir versuchen das erstmal hier bei uns. Können wir unser Haus... Oh ja, das sieht gut aus. Was? Das ist so ein grünes Symbol. Okay. Wow. WTF, ich bin doch kein Raptor. Was geht denn? Alter Schwede. Need surface to climb. Also mit den WASD-Tasten geht gar nichts. Oh. Okay, so kann man absteigen. Das geht scheinbar alles nur über die linke Maustaste. Also mit der rechten Maustaste können wir damit irgendwie zuschlagen. Mit der linken Maustaste springen wir die Wand an. Auf große Distanzen. Ungefähr so. WTF. Ja, und je nachdem, wo ich hingucke, wechselt der. Der macht den Felsen total kaputt. Ja. Wir können hier auch hochklettern. Das geht auch mit Linksklick. Was ist das? Jetzt hat es eine andere Farbe. Okay, das heißt, wenn es blau ist, dann heißt es, dass man sich da hinstellt und nicht mehr festhakt. Ja, und Rechtsklick ist wohl irgendwie abbauen oder Tiere killen oder sowas. So. Kommen wir da rauf? Das sieht gut aus, ne? Wie kommen wir denn hier wieder runter? Genau so. Aber das ist schwieriger. Komm schon, du machst es. Okay. Das ist mega komisch. Jetzt haben wir die schon halb durch. Also die sind ziemlich teuer zu verwenden, scheinbar. Na gut, wir wissen jetzt, wie die ungefähr funktionieren. Jetzt können wir theoretisch versuchen, da drüben das Metall zu holen, ne? Das machen wir mal am besten ohne Spotty. Sonst müssen wir Spotty da unten stehen lassen und da sind Spinos unterwegs. Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Okay. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie sicher runterkommen. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Hier sind überall Raptoren und diese fiesen Hunde unterwegs. Ja, da unten sind wieder Raptoren.
Sieht alles gut aus für einen Moment. Letzte Episode haben wir ja schon Fische gefangen, also ich finde die Neuerung wirklich cool gemacht teilweise. Oh, mega Neuerer. Hier sind Dödi. Level 4. Okay, da wollen wir hoch. Das ist ziemlich weit. Ich glaube, wir müssen da neue Haken benutzen. Das ist bestimmt ein Piranha da. Ja, sieht so aus. Nee, das sind zwei. Ja, wieder Hälfte HP schon fast verloren. Also die Piranhas gibt's hier wirklich in Massen. Komm her, trau dich. Und die kommen auch ziemlich weit ans Ufer ran. Okay. Erwischt. Okay, ich schwimme jetzt darüber. Ich sehe gerade keinen Piranha. Oh, da ist so ein Rochending oder sowas. Da ist das Beino. Gut, wir nehmen mal die neuen Haken. Und dann versuchen wir das einfach. Müsste eigentlich machbar sein, ne? Da kannst du das Beino dann auch nichts mehr tun. Also ich denke mal, wir können hier jetzt keinen Bogen equippen. Da würden wir bestimmt runterfallen. Das müssen wir mal ausprobieren. Sonst wäre das auch ganz praktisch hier, von oben runter Tiere zu betäuben oder so. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, wir sind schon mega hoch. Alter Schwede. Super crazy. Nice. Ja, erstmal runter. Oh nee. Ich glaub's nicht. Bomben von der Felswand. Wir haben jetzt... Okay, wir haben erst ein Viertel ungefähr durch, ne? Und wir sind schon oben. Das reicht also easy aus. Bam! Geschafft! Wir sind da. Okay, das ist also kein Eingang. Ich dachte, hier wäre vielleicht ein Eingang oder sowas, aber das ist irgendwas anderes. Hier ist ein Pilz. Den kann man gleich mitnehmen. Holz brauchen wir auch mal dringend. Bei uns wächst das Holz auch nicht schnell genug nach, also ganz ähnlich wie im Community-Stream. Wir haben einfach zu wenige Ressourcen hier. Da ist das Metallvorkommen. Wow. Ich glitsch hier so in den Felsen rein. Das ist creepy. Gut. Das erste Metallvorkommen in Aberration. Sweet. Mann. Dafür hätte ich lange gebraucht, um das hier aus den Flusskieseln rauszuholen. Super cool. Mann, kommt da viel raus. Das hört gar nicht mehr auf. Nice. Da ist noch eins, da ist noch eins. Ich sehe noch eins. Was machen wir denn da? Stein rauswerfen, Holz rauswerfen. Ich hätte kein Holz ernten sollen. Ich bin jetzt schon überladen. Wieso habe ich das ganze Fleisch mitgenommen? Wir könnten jetzt die Zipline benutzen und versuchen, mit Hilfe der Zipline drüben bei uns anzukommen. Vielleicht funktioniert das ja. Das probiere ich jetzt einfach nochmal. Oh! 5! Nein! Verdammt, das war nix. Das hat nicht funktioniert. Wir müssen schnell unser Tier retten. Nicht random, sondern Bett. Passt. Oh nee. Jetzt stirbt er bestimmt gleich wieder, bevor wir da sind. Ich habe es nicht geschafft, den Fallschirm zu equippen. Da war nicht auf der 5, sondern auf der 7. Da hätte ich ein bisschen schneller sein müssen. Ich habe erst versucht, mich mit den Haken irgendwie zu retten, aber das hat nicht funktioniert. Die Ziplines sind super komisch. Da ist schon wieder ein Raptor. Egal, Spotty macht es. Wir müssen jetzt erstmal unser Zeug holen. Gut, wir kommen auf jeden Fall da hoch und da sind mindestens zwei Metallvorkommen. Das ist schon mal sehr schön für uns. Wie ich das Metall dann da runterbringe, da muss ich mir noch eine bessere Methode überlegen. Die war jetzt nicht so optimal. Oh, das ist direkt neben dem Spino. Oh je. Da steht unser Bulbdog. Das wird super gefährlich. Und hier ist dieses Rochending. Die sind riesig. Okay, er guckt nicht. Er guckt gerade weg. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn wir ihn weggucken. Ich hoffe, es funktioniert. Piranhas! Au, au! Okay, ich glaube, das wird so nix. Ich muss wahrscheinlich den Spino irgendwie killen und unseren Loot dann retten, ne? Wir haben jetzt nur noch die Sleeping Bag. Random? Sleeping Bag. Oh, Raptor ist da.
Hier geht mal richtig die Post ab. Wehr dich. Go, go, wehr dich. Oh je. Nur Paula war auf. Oh, ganz viele Raptoren. Level 4 und Level 76. Oh, gefährlich. Nur Paula hat gekämpft. Hier gibt's einiges, was nicht so nach Plan läuft momentan. Da ist ein Kano gespawnt? Das ist echt kritisch jetzt. Wie komme ich denn da am besten hin? Also ich habe noch einen Bogen. Ich könnte ein paar Pfeile herstellen und dann die Piranhas bearbeiten. Ich weiß nicht, was ich mit dem Spino mache. Was ist denn das für ein Level? Das wissen wir auch nicht. Der ist halt direkt da. Na gut. Ich werde mal ein bisschen Ausrüstung herstellen und dann unser Metall retten. Die Kletterhaken sind auf jeden Fall ganz cool. Die Ziplines sind super uncool. Ich habe da den Einstiegspunkt nicht gefunden. Also hier haben wir den schon mal gefunden auf dieser Seite. Aber wir können ja nicht hochrollen. Das heißt, wenn wir hier den Einstiegspunkt nehmen, dann fallen wir runter. Wir können uns da zwar festhalten kurz, aber dann hängen wir da und dann kommen wir hier nicht mehr hoch, sondern können nur noch abspringen. Die Ziplines sind echt komisch gemacht. Na gut. Auf geht's. Rettungsmission. So, jetzt wird's ein bisschen kritisch. Unser Bulbdog wurde von den Piranhas gefressen. Den hätte ich mal lieber sitzen lassen sollen. Okay. Jetzt mal ein bisschen Ausdauer recken. Ich sehe jetzt das Level von dem Spino nicht. Solange das kein irgendwie Max-Level Spino ist, sollten wir den schaffen. Das Body ist ziemlich stark und ich habe jetzt 50 Pfeile dabei. Okay. Piranhas! Go, Spotty! Da, die kommen immer verzögert. Also, die wiegen einen immer so ein bisschen in Sicherheit. Und dann kommen sie doch überall her. Okay. Haben wir sie? Ich glaube, wir haben alle. Jetzt haben wir noch ein Erdbeben. Spino ist beschäftigt. Super gut. Spotty, hilf mir! Ich steck fest. Okay, das Erdbeben hat mir geholfen. Super praktisch. Legen wir direkt das Metall auf Spotty, dass ich mich wieder bewegen kann. Rüstung. Machen wir gleich. Und jetzt hauen wir erstmal ab. Die sind aber beschäftigt, alles gut. Was bist du denn? Du versteckst dich. Das ist ein ganz normaler Manta. Okay. Also gibt's auch Mantas. Sagen wir das Zeug hier ein. Von diesen Gems braucht man ziemlich viele eigentlich. Und ich war schon ziemlich froh, dass ich die aufgesammelt habe. Sonst hätten wir uns die Kletterhaken gar nicht bauen können. Yeah, kommt da viel runter. Okay, jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Und... Oder soll ich da direkt nochmal hochklettern? Ich weiß nicht. Vielleicht klettere ich direkt nochmal hoch. Spotty kann noch was tragen. Aber ich denke, wir müssen erstmal die gesamte Ausrüstung wieder reparieren. Die Rüstung geht jetzt noch, ne? Ich kann jetzt die Ghillie-Suit herstellen. Das Problem bei der Sache... Aber wieso tue ich denn die Rüstung darüber? Das wollte ich gar nicht. Das Problem bei der Sache, wir haben noch kein Organic Polymer. Das wird schwierig. Das kriegen wir, glaube ich, von den großen Krabben. Das heißt, wir müssen die Krabbe da vorne töten. Aber das sind jetzt auch noch die beiden Spinos. Ist mal mit. Spotty. Ich parke dich jetzt mal hier und gehe nochmal hoch. Das andere Metallvorkommen nehmen wir jetzt auch noch mit. Dann hat das ein bisschen Zeit zum Respawnen. Und wir haben schon mal so ein bisschen Metall, mit dem wir dann anfangen können zu arbeiten. So, das war das Metallvorkommen. Jetzt sind wir wieder hier oben. Und jetzt wähle ich mal direkt den Fallschirm aus. Ach so, das geht gar nicht, ne? Den aktiviert man automatisch, wenn man den auswählt, glaube ich. Right Zipline, hier ist der Punkt. Jetzt habe ich ihn gefunden. Test? Ja, in die Richtung funktioniert das. Aber ich glaube, wir kommen da nicht hoch. Oder? Bam! Genau. Jetzt sind wir hier und ich komme da aber nicht rauf. Wenn ich jetzt E drücke, dann müsste ich runterfallen normalerweise. Ja, das hatten wir schon mal. Nein! Das letzte Mal hat es keinen Schaden gemacht und jetzt bin ich gestorben. Was ist denn los? Also, heute alles ein bisschen schwierig irgendwie. Das letzte Mal, als wir da runtergefallen sind, habe ich keinen Fallschaden genommen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie das mit dem Fallschaden funktioniert. Man nimmt hier ja auch deutlich weniger Fallschaden als im normalen Arc.
So, alles ein bisschen komisch. Es wurde auch wieder einiges geändert. Zum Beispiel das mit den Aquapilzen. Die haben am Anfang kein Wasser regeneriert, jetzt regenerieren die ja Wasser. Inzwischen ist hier zum Glück alles safe. Gut, dann nehmen wir mal Spotty wieder mit, sammeln das Zeug wieder ein und bringen das ganze Metall nach Hause. Ich habe jetzt, glaube ich, 200 Rohmetall gesammelt. Das sieht schon mal ganz gut aus. Spotty, komm mal mit. War also auf jeden Fall lohnenswert, auch wenn wir ein paar Mal gestorben sind. Und ich jetzt wieder so einen neuen Bulbdog brauche. Oh, da kommt die Krabbe. Die können wir direkt killen. Du kommst mit. Okay. Nix wie weg. Ich schleiche mich davon. Spotty, kannst du mich tragen? Ja, alles gut. Oh, die Krabbe kommt. Das ist nicht so gut. Das ist heute alles ein bisschen haarig, was ich hier mache. Aber es läuft. Wir sind ja erst zweimal gestorben, oder? Dreimal, glaube ich sogar. Stimmt, wir haben den Schlafsack auch schon genutzt. Oh, die Krabbe kommt. Das ist nicht gut. Können wir sie noch abschütteln? Ich glaube nicht. Wir können sie am Stego abschütteln, oder? Stego, hilf mir. Ich habe eine Krabbe an mir dran. Oh nee, Ausdauer ist aus. Das ist nicht gut. Stego, komm schon. Die Krabbe hat auch keine Ausdauer mehr. Das hat funktioniert. Yes. Wenn der Stego die Krabbe erledigt, dann haben wir Organic Polymer. Das wäre optimal. Ich schmeiß jetzt mal den Stein raus. So. Dass wir uns ein bisschen schneller bewegen können. Und dann haue ich erstmal ab. Die Krabbe können wir uns dann immer noch holen. Oh, ich glaube, die Krabbe gewinnt. Was ist das für eine Krabbe? Eine Level 16er Krabbe hat den Stego auseinandergenommen. Ich habe kein gutes Gefühl bei den Krabben. Ich meine, die sehen schon lecker aus. Aber man braucht auch einen ziemlich großen Kochtopf für die. Okay, ich denke, wir holen uns die Krabbe. Ich habe ja genug Pfeile und ich weiß nicht, ob wir mit Spotty rangehen sollten. Ich denke mal eher nicht. Ich werde mal zu Fuß hingehen und versuchen, die mit dem Crossbow zu killen. Da liegt der Stego. Was war das denn für ein Level? Mal schauen. Das ist ein Level 12, okay. Das heißt jetzt nicht, dass die Krabbe unbesiegbar ist. Die ist zumindestens, ja, die ist ein bisschen zu klein, als dass ich sie treffen würde. Ich brauche größere Ziele. So. Läuft. Macht gut Schaden. Okay. Dann holen wir die mal hier zu uns her. Die ist riesig. Was macht die da? Guck mal her jetzt. Hier ist der Kochtopf. Jetzt holt die das Paracer, oder was? Die legt sich echt nur dem Paracer an. Ist die schon verwundet? Ich glaube nicht. Die sind mega verrückt. Jetzt ist sie down. Okay. Das waren meine XP. Das Paracer hat mir die XP geklaut. Voll unfair. Was bist denn du für ein Level? 20. Also ich denke, die Krabben sind nicht so fies, wie sie aussehen, ne? Die sind riesig. Und die geben Organic Polymer. Okay, läuft. Das heißt, wir können uns jetzt die Ghillie-Suit herstellen. Und müssen nicht mehr so viel schwitzen. Da kommt gut was raus. Jede Menge Chitin. Aus dem Chitin können wir dann direkt Cementing Paste herstellen. Das hilft uns auch weiter. Ich weiß nicht, wo man hier am besten Cementing Paste herbekommt. Wahrscheinlich von den Krabben, ne? Weil Biber gibt's, glaube ich, nicht. Und ohne Biberdämme ist das schon ein hartes Stück Arbeit mit der Cementing Paste. Okay, super cool. Haben wir ein paar neue Upgrades. Das bringen wir alles direkt nach Hause. Komm mal mit, Spotty. Und ich habe das Metall schon angeworfen. Das schmilzt schon da drin. So. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur ein bisschen Fiber und so, ne? Für die Ghillie Suit. Was stellen wir uns denn da her? Vielleicht einfach nur die Brust und die Hose?
Dann können wir ein, zwei Teile davon tragen. Im Moment ist mir zu warm. Das liegt aber, glaube ich, an den Forges. Dann ziehe ich mir jetzt einfach mal die Brust und die Hose an. Dann sollten wir nicht mehr zu warm sein normalerweise. Okay. Nimm auch noch ein Level ab. Das stecke ich jetzt mal wieder in Gewicht. Das brauchen wir am dringendsten. Und was brauchen wir noch? Genau, ich will unbedingt das Spyglass bauen. Gibt so ein paar Sachen. Ja, das wird jetzt alles schlecht natürlich. Können wir nicht ändern. Gut. Super cool. Dann stellen wir ein bisschen Cementing Paste her. Und dann sind wir richtig gut dabei. Nice. Muss ich erstmal wieder Stein besorgen. Okay. Ich werde mich ein bisschen darum kümmern, dass hier was vorangeht. Das Metall schmilzt. Läuft. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Holz. Und Spotty müssen wir auch mal wieder parken. Spotty steht so ein bisschen im Weg hier. So, langsam haben wir genug Ressourcen. Das Metall ist schon bald durchgeschmolzen. Super cool. Und Cementing Paste und so weiter habe ich auch schon hergestellt. Brauchen wir jetzt auch noch gar nicht. Wir brauchen für den Zipline Anchor nur Fiber, Fungalwood, Metal Ingots und Stone Arrows. Hauptsächlich mal eine ganze Menge Fiber, ne? Na gut. Wir haben genug für zwei Stück. Für die Kanonen reicht es leider noch nicht aus. Da haben wir nicht genug Metall für. Wir nehmen die beiden jetzt mal mit und ich glaube, man muss die in den Crossbow laden, ne? Ja, sieht so aus. Okay. Dann laden wir die da mal rein. Yeah. Die sehen ziemlich cool aus. Das sieht ziemlich gewaltig aus, also. Dass das Ding aus dem Crossbow wirklich abfeuert. Das sieht so aus, als würde es nach 3 Metern irgendwie im Boden einschlagen. Aber man kann es ja mal testen. Kann man die Dinger an Bäumen befestigen? Testen wir das mal als erstes. Wenn es nicht klappt, dann haben wir das Ding wahrscheinlich direkt verloren und verheizt, oder? Schauen wir mal. Ich schieße das jetzt mal hier gegen den Baum. Das funktioniert. Okay, das... Ah, cool. Jetzt haben wir hier so einen grünen Punkt. Okay, geht hier auch noch? Das hat bestimmt wieder eine begrenzte Reichweite, nehme ich mal an. Kommen wir da oben? Ja, das müsste funktionieren. Hey, lass mich mal durch hier. Schwänze es da wieder rum, Paula. Wenn wir das da oben überm Haus installieren, dann müssen wir doch eigentlich uns überm Haus da abseilen können, oder? So. Bringt uns jetzt mal überhaupt nichts. Ah, das war nur einer. Das heißt, man braucht immer nur einen. Das ist schon mal gut. Ich dachte, man bräuchte zwei. Spotty, ich brauche mal kurz deine Hilfe. Ich komme da sonst nicht hoch. Zum Glück ist Spotty so groß. Dann müssten wir eigentlich aufs Dach kommen, ne? Danke, Spotty. Jetzt schauen wir mal, ob wir uns da abseilen können. Ride Zipline. Yeah! Super cool! Unsere erste selbstgebaute Zipline. Oh, die ist ziemlich knapp über dem Boden. Beine einziehen, hat nicht funktioniert. Also die ist ein bisschen zu tief. Aber im Prinzip funktioniert das so. Ich hätte halt direkt eine darüber gebaut, aber der Umweg ist halt riesig. Ne? Wir müssen da außenrum hoch und dann irgendwie da drauf klettern. Dann können wir uns theoretisch von da oben aus abseilen darüber. Aber ich glaube, der Weg darüber und dann die Wand hochklettern mit den Kletterdingern geht fast genauso schnell. Ne? Macht keinen großen Unterschied. Okay. Ja, also auf jeden Fall sollte man darauf achten, dass diese Eingangspunkte von diesen Ziplines immer oberhalb von irgendwelchen Plattformen sind. Nicht so wie bei den natürlichen Ziplines, die man nicht wirklich nutzen kann, ne? Das ist ein bisschen unpraktisch, wie die da installiert sind. Naja, vielleicht muss man da irgendwie seine eigene Plattform bauen, damit man die nutzen kann. Das könnten wir mal versuchen. Ich denke, ich werde mich mal dran machen und werde diese natürliche Zipline da irgendwie nutzbar machen. Da baue ich so eine kleine Plattform drunter, so dass man da irgendwie... Ja, wenn man absteigt, nicht runterfällt und stirbt, so wie uns das heute passiert ist, dann können wir uns von jetzt an immer da abseilen. So der Plan. Mal sehen, ob das auch funktioniert. Okidoki. Ja, dann haben wir diese coolen neuen Dinger hier probiert. Diese, wie heißen die? Anchor Points oder so ähnlich. Zipline Anchor. Also Anker. Und diese mega genialen Kletterdinger. Die sehen halt auch einfach nur super cool aus. Total witzige Teile. Ja, dann würde ich sagen, machen wir langsam Schluss für diese Episode.
Ich weiß gar nicht, was wir nächste testen. Es gibt so viel zum Probieren. Ich glaube, ich habe immer noch keine Sättel gelernt. Also, die kommen wirklich erst sehr spät. Die ganzen Tiersättel hier in Aberration. Spotty, dreh dich mal um. Fürs Abschlussbild. Und dann gucken wir mal, ob ich da irgendwie diese Zipline nutzbar machen kann. Damit wir da immer schönes Metall ran schaffen können. Das sind jetzt die einzigen Metallvorkommen bei uns in der Gegend, ne? Wir müssen eigentlich mal da oben erkunden. Das können wir ja jetzt alles. Vielleicht... Ja, ich weiß nicht, ob wir das können. Die gehen ziemlich schnell kaputt, die Teile hier. Wir können also nicht beliebig hoch raufklettern. Irgendwann sind die kaputt und dann fallen wir einfach wieder runter. Wie ein Stein. Nehme ich mal an. Das heißt, da könnten wir jetzt nicht hochklettern auf die Brücke. Mal schauen. Wir haben jetzt auf jeden Fall auch die Ziplines. Das heißt, wir können es dann wieder abseilen. Und sobald wir den Motor haben, können wir die Ziplines dann auch nach oben hochfahren. Das ist also... super wichtig, dass wir die lernen. Ich hoffe, die kriegen wir bald. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, mit welchem Level wir die kriegen und was die kosten. Die sind bestimmt mega teuer. Vielleicht brauchen wir dafür auch einen Fabricator. Werden wir sehen. Damit können wir uns dann auf jeden Fall relativ frei bewegen, wenn wir erstmal die entsprechenden Entry Points hier gesetzt haben. Na gut, das war aber erstmal genug für heute. Wir sind ordentlich rumgeklettert, sind viel zu oft gestorben. Da ist schon wieder ein Parasair zu Besuch. Hallo. Bist du schon wieder müde? Okidoki, das war's von mir. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss.